Ja, und was ich noch sagen wollte, die Leute, die mir geholfen haben, ne, das waren Leute, die nicht hier geboren sind in Boltenhagen. Die sind alle von woanders hergekommen, also woanders gewohnt und woanders geboren, sag ich mal so, ne? Also man merkt wirklich diesen krassen Unterschied, ne? Also zu Leute, die hergezogen sind oder Leute, die eben hier schon ewig wohnen, ne? Und das fand ich echt nett. Auch von der Schwester fand ich das nett, dass sie da vorher angerufen hat, das da geklärt hat. Und es fand ich total super, super nett. Und das Ulkige war, ich konnte mich gar nicht erinnern an diese Praxis. Es war alles so neu. Das war so alles so ganz anders. Aber dann fiel mir das ein. Weil ich habe ja gestern die Sedierung bekommen und wo ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich Puppi dann abends gefragt, ich sag mal, hast du deine Jacke angehabt? Habe ich hier, Mama, die hast du mir doch angezogen. Ich sage, du, das weiß ich gar nicht mehr. Ich sage, habe ich irgendwas erzählt oder dieses oder jenes? Also ich wusste nichts mehr. Ne, weil durch die Sedierung ist ja wirklich, da wird das erstmal, da kommt man in so einen Dämmerschlaf rein, ne? Und das finde ich aber ideal, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal die Ärzte können super weiterarbeiten in diesem Dämmerschlaf. Die Patienten weinen dann nicht, die beruhigen sich dann wieder und ja, das finde ich super. Also finde ich, also ich, wie gesagt, also auch die Schwestern, die da waren ja 4 oder 5 Schwestern, die waren sowas von nett und die haben mir zugehört, die haben mich verstanden und also selbst der Arzt war dieses Mal super, super nett. Klar, hat auch ein bisschen gemeckert, aber ansonsten war er auch sehr nett gewesen, ne? Und dann habe ich halt die Sedierung in den Arm bekommen. Und dann habe ich immer gefragt, wann wirkt denn das? Wann wirkt denn das? Und ja, das hat dann auch sehr schnell gewirkt, weil sie wussten ja vorher schon, dass ich Angstpatient bin. Und das ist ja auch so angegeben. Und wenn man Angstpatient ist, dann kann man eben sowas auch beantragen, ne? Wenn das eben nicht anders geht. Ja, und das finde ich eben super. Richtig super, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich danke nochmal den Leuten, die mir gestern unterstützt haben, die mir geholfen haben. Ich darf ja leider keine Namen nennen, das ist es ja immer. Und möchte mich nochmal recht herzlich bedanken. Ich denke mal, sie werden sich das ja auch angucken und auch hören. Für die Hilfe und für die Unterstützung. Ja, ich kann nur ein großes Dankeschön sagen. Also sowas ist mir schon lange nicht passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Unterstützung vor allem allein schon, das war ganz, ganz lieb. Ganz, ganz, ganz lieb. Ja. Und ich bin so stolz auf meine kleine Maus. Nein, was bin ich stolz? Nein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Natürlich, wenn man irgendwo hingeht und man hat einen Partner und der geht dann mit, das ist was anderes, das stimmt. Aber wenn ein Kind mitgeht und mitfühlt und manche Kinder haben leider kein Mitgefühl. Die sind einfach in vielen Punkten eiskalt und das sage ich einfach so. Das hört man ja schon an die Sprüche, die sie manchmal raushauen, wo ich dann sage, sag mal, haben die überhaupt Feingefühl? Kennen die das überhaupt? Natürlich nicht, wenn sie es von ihren Eltern nicht gelernt haben, wie sollen sie es auch lernen? Ne? Und ja, das habe ich auch meinem Kind weitergegeben. Das ist so eine Liebe. Naja, das ist halt ein Goldkind für mich. Das ist wirklich, also. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin so stolz auf die kleine Maus, wirklich so was von stolz. Das ist, weiß ich nicht. Das ist einfach super. Ja. Ein ganz tolles Kind. Wirklich. So viel Mitgefühl. So auch mit dem Helfen und Unterstützen und sich auch mal Sorgen machen, nicht gleichgültig sein wie andere Menschen. Das ist meine kleine Maus. Und da bin ich ganz stolz drauf. Also wie gesagt, ich danke nochmal den Leuten. Ich weiß, dass ich euch nerve, aber ich möchte es trotzdem nochmal wiederholen, weil ich bin ein dankbarer Mensch und dass ich da unterstützt wurde. Ja, danke schön nochmal. Leider darf ich keine Namen nennen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und hoffe, dass es jedem soweit gut geht. Dass keiner Corona bekommen hat, was mit der Hausbewohnerin ist, wissen wir alle nicht. Was da jetzt passiert ist, kommt auch keine Info zurück. Man kann auch nur hoffen, dass es ihr gut geht. Die ist ja nun auch schon ein bisschen älter, eine 70 oder was weiß ich, oder 75.
sind ja hier sowieso alles ältere Personen bei uns im Haus. Wir haben ja kaum Jüngere. Wir wohnen nur alte, ältere Personen hier. Ja, ist so. Und die sind ja leider immer in diesem Risikodings mit drinne. Risiko eingegriffen. Ja, gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.